Man kann allerdings auch über die Skripte eine ID zum Beispiel legen. Nehmen wir jetzt mal einen Traktor. Spielt keine Rolle. Und sagen ihm, wo war das noch einmal? Man sieht, ich bin sehr gut vorbereitet. Hier oben, syscall is ID. Ich habe das Fahrzeug noch nicht platziert. Ich habe jetzt hier ausgewählt, der soll eine ID sein. Setze ihn jetzt hier hin. Und wenn sich jetzt ein Spieler diesem Fahrzeug nähert, wird die ID gezündet. Manchmal stark, manchmal weniger stark. In dem Fall war sie jetzt weniger stark gewesen. Oh, es war ein bisschen zu weit weg, so weit will ich jetzt nicht laufen. Man muss da natürlich auch immer wieder den Befehl wiederholen. Die war jetzt schon etwas stärker. Wie gesagt, mit den ganzen Skripten und Triggern arbeite ich nicht. Ich finde, jeder Skript, der auf dem Server ausgeführt wird, verlangsamt ihn nur oder es kann zu Problemen kommen. Ich mache das alles lieber mit der Hand. Man kann sich jetzt sehr viel Mühe dabei geben, Objekte zu bauen. Es gibt auch bereits vorgefertigte Stützpunktanlagen. Nehmen wir jetzt mal einen amerikanischen Wachposten aus Richtung Nord. Setzen ihn hier hin. Und man kann nach Belieben sich sehr viel Mühe dabei geben, Objekte aufzustellen und sich somit ein schönes Szenario zu bauen. Man kann Einzelobjekte auch im 3D-Modus bauen. Diese vorgefertigten Stützpunkte können nur im 2D-Modus aufgestellt werden. Das Bauen ist mit VTS nicht sehr gut gelungen. Da gibt es mit Sicherheit Programme, die deutlich besser dafür geeignet sind. Aber in den meisten Fällen reicht's. Und wenn man jetzt natürlich im Vorfeld vor einem Event sich entsprechende Szenarien zusammenbaut, kann man diese auch speichern. Alles, was ich jetzt quasi hier platziert habe, ist hier gespeichert. Man kann das Ganze entweder manuell markieren und speichern oder direkt Copy to Clipboard oder eben einfügen. Ich speichere das Ganze immer in einem Textdokument und kann dann einfach darauf zugreifen. Was nicht mitgespeichert wird, sind Befehle für Einheiten.
Darauf sollte man auf jeden Fall achten, wenn man jetzt zig Patrouillen aufbaut und diese schön ihren Patrouillenweg entlang laufen und man speichert ab und denkt, man hat alles erledigt. Pustekuchen. Die Einheiten werden zwar platziert, rühren sich aber keinen Millimeter.